Hey und herzlich willkommen bei unserem niedernagelneuen Podcast. Bei uns geht es um psychische Gesundheit, ganz viel Tanz, das Leben in unserer Gesellschaft und das einzigartige Sein. Schön bist du da. 5, 6, 7, 8. Tschüss und Dad! Hi Simon! Hi, du sind wir wieder. Genau, beide in Blau. Woo. Yes. Wie geht's dir heute? Gut, danke. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Yes. Schnee ist schon wieder geschmolzen. Ja. Aber ja, er kommt wieder. Nur einmal Schnee und nachher bin ich wieder ready für den Sommer, ehrlich gesagt. Ja, same. Aber okay. Ist okay. Wenn ich dir möchte eine Nachricht schicken, wo finde ich dich? Also meinst du mir auf Roundabout? Ja. Dann kannst du zum Beispiel auf Instagram gehen und kannst dir eine Nachricht schreiben, roundabout.zhgl. Oh, warum genau. ZHGL? Weil wir sind Zürich und Glarus. Wir haben eine Gruppe in Glarus, im ganzen Kanton. Oh. Yeah. Aber das ist eigentlich voll gut. Wir sind jetzt super abgedeckt. Eine Kids-Gruppe wäre noch cool. Also falls du Leiterin bist aus Glarus oder Tänzerin und möchtest eine Kids-Gruppe in Glarus leiten, melde dich bei uns. Okay. Weil der Kanton Glarus ist gar nicht so gross, dann würde es lange, wenn wir eine Kids- und eine Youth-Gruppe haben. Und wir haben jetzt eine Youth-Gruppe und eine Boys-Run-Gruppe. Oh, es fehlen cool. Eigentlich nur noch Kids. Das wäre echt cool. Ja. Genau, also das heisst, wenn du das jetzt hörst und du denkst, wow, ich würde mega gerne tanzen und du möchtest gerne Leiterin werden, egal jetzt in Glarus oder sonst niemals, dann kannst du einfach mal entweder uns auf Instagram schreiben. Oder du gehst ins Internet, roundabout-network.org. Genau, dort findest du dann alle Infos. Du findest auch alle Infos aus den anderen Kantonen. Genau, in Roundabout gibt es nicht nur in Zürich, in Glarus, im Aargau und in der Zentralschweiz. Nein, es gibt es auch in Bern, in Graubünden, in Basel, Sauno, Thurgau, Schaffhausen, St. Gallen, Appenzell. Ganz Bern. Genau, also wir sind schweizweit erreichbar. Genau. Auf unserer Internetseite findest du alles, wo es Gruppen hat, zu welchen Zeiten sie trainieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch gerne Teil sein von einer Gruppe als Teilnehmerin, dann schau dort hat es Kontaktdaten, wie du kannst mit den Leiterinnen vor Ort in Kontakt kommen. Und eben, wenn du Interesse hast, um selber zu leiten, oder auch eine Leiterin irgendwo unterstützen, dann darfst du dich direkt an die kantonalen Leiterinnen wenden. Einfach für dich ist vielleicht Insta und sonst haben wir auch eine E-Mail-Adresse. Alles auf der Webseite zugänglich. Und ja, also du kannst heute Teilnehmerin oder Mitwirkerin bei diesem wichtigen Projekt Roundabout werden, wenn du möchtest. Und jetzt die Frage Roundabout, tanzen, warum nicht Unihockey? Warum tanzen? Das, also Roundabout hat nächstes Jahr 25 Jahre Jubiläum. Yay! Und vor 25 Jahren, die Menschen, die das ins Leben gerufen haben, haben sich gefragt, wie können wir Mädchen bewegen? Es hat dann noch nicht so viel Angebot gegeben für junge Frauen und Mädchen. Und dann hat man gedacht, ja, was könnten sie interessieren? Und dann, ich weiß nicht, ob es mit innerhalb von einer Umfrage gegangen ist oder ob man einfach gedacht hat, ja, Tanzen ist es. Hat man sich für Tanzen entschieden. Und ich würde sagen, es war voll die gute Entscheidung. Nicht, dass andere Sportarten nicht auch cool sind, aber ja, wer tut schon nicht gerne tanzen? Irgendwie. Viel. Ja, viel. Aber wenn man es genau nimmt, wenn man es als Baby das Musik laufen hat, ja, sind eigentlich alt und so. Ja. Automatisch. Hast du immer verlernt. Ja. Oder irgendwann kommt so ein Schamgefühl auf und man hat das Gefühl, man kann nicht tanzen. Richtig. Oder es sieht blöd aus. Ja. Oder so. Das ist etwas, was mir mega viel auffällt, dass Menschen, wenn man ihnen erzählt, was man so macht, ist das erste Mal, was sie sagen, oh, ich kann gar nicht tanzen. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, also, du kannst irgendwie rechts, links oder du kannst dich so mit der Schulter bewegen, dann bist du schon am Tanzen. Mhm. Man hat immer so Gefühl, dann von außen muss es nach etwas aussehen, wie man sich einen Profitänzer vorstellt. Aber eigentlich geht es ums Innere, wie, ob man Freude hat, wenn man die Schultern bewegt und wie man sie bewegt. Dann bist du schon am Tanzen. Das ist eigentlich simpel. Ich würde sagen, jeder kann tanzen. Ja. Ich würde auch sagen, nicht jeder kann gut tanzen. Ja. Aber das ist wie
mit dem Reden. Man muss es halt irgendwann mal lernen. Genau. Neue Sprache ist das Gleiche, im Fußball ist auch das Gleiche. Yes. Jeder kann Fußball spielen, aber ja. Ich kann wegen dem gleich nicht gut Fußball spielen. Ja. Und vielleicht nicht gerne Fußball spielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand sagt, hey, ich tue nicht gerne tanzen. Okay. Ja. Aber ich glaube schon, dass du kannst tanzen. Ich glaube auch. Ja. Ich weiß, dass du kannst tanzen. Genau. Also zum einen ist es Bewegung. Yes. Bewegung tut gut, tut deinem Körper gut. Er möchte bewegt werden. Und es tut auch gut in deiner Psyche. Also es tut dir auch mental gut, wenn du dich bewegst, wenn du nicht den ganzen Tag nur sitzt. Richtig. Oder rumliegst. Sport. Denn es ist eben auch ein bisschen Therapie. Also für mich auf jeden Fall. Mhm. Ich finde, beim Tanzen kann ich so gut abschalten, wie bei sonst nichts. Weil es ist so die perfekte Kombi für mich von an nichts denken und gleichzeitig meinen Geist auch so ein bisschen beschäftigen. Ja. Weil, also zum Beispiel beim Joggen, ich tue nicht oft joggen, aber ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, was ich sage. Aber ich habe das Gefühl, dort bin ich eher noch so am über Sachen nachdenken. Während beim Tanzen ist man so auch konzentriert, weil es nicht so etwas Automatisiertes ist, wo man einfach die ganze Zeit die gleiche Bewegung macht. Ja. Weil du wie musst konzentrieren, wo ist mein Arm, wo ist mein Fuß, wie ist die Musik. Und ich habe mich dann voll so in etwas reingegeben und vergesse wie alles rundherum. Ja. Und was ich beim Tanzen so krass finde, ist immer, wie ich die Zeit vergesse. Ja. Ja, das also, stimmt. Da könnt 2 Stunden rumgehen und ich denke mir so, what? Ja, das stimmt. Geht mir auch so. Also ja, auf eine Art auch so Therapie. Es ist ein bisschen wie Meditation, oder? Ich kann dann so gut abschalten. Ja. Ja. Und irgendwie so in meinen Körper hineinkommen. Und ich finde das auch mega spannend beim Tanzen, wie fast keine andere Sportart. Man nimmt den Körper mega wahr. Ja. Ja. Also das Ziel ist nicht nur, dass du den Ball dort oder dort anbringst, sondern das Ziel ist, dass dein Bein diese Bewegung macht. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum wir auch viel mit Spiegel arbeiten. Damit du weißt, wie dein Bein ist. Weil manchmal hast du das Gefühl, du weißt, wie dein Bein ist. Und wenn du dann dich siehst, das kann natürlich auch auf einem Video sein, merkst du, oh, das ist gar nicht gestrickt. Und so auch so das Körpergefühl mega fördern oder weiterentwickeln. Das stimmt. Obwohl, ich muss sagen, ich bin ein Fan von Nicht-Spiegeltanzen. Voll. Ich habe als Leiterin nie meinen Spiegel gehabt. Genau. Also gerade bei Roundabout haben wir viele Gruppen, die gar nicht mit Spiegel tanzen. Ja. Und ich habe wirklich das lieber gelernt, nicht mit Spiegel tanzen. Weil ja, wenn der Spiegel... Oftmals nutzen die Leute auch den Spiegel gar nicht richtig, sondern sie sind dann im Raum und dann sehen sie den Lehrer und die Lehrerin und dann schauen sie eigentlich über den Spiegel nur auf den Lehrer und spüren sich gar nicht mehr im Körper. Ja. Dann haben sie, ist genau das Gleiche dann, weil der Lehrer streckt ja meistens bei oder die Lehrerin. Ja. Und du selber vielleicht nicht, du siehst es gar nicht, weil du gar nicht dich im Spiegel anschaust. Ja. Wenn du keinen Spiegel hast, kommst du direkt in den Körper. Du fängst gerade an zu spüren. Ja. Das ist, aber natürlich, eben, es hat auch seine Vorteile, man könnte korrigieren oder schauen. Stimmt, was ich eigentlich mache, aber da kommt wieder eine neue Thematik rein. Der innere Kritiker, die innere Kritikerin im Spiegel. Ist nicht so einfach. Ist nicht immer einfach, genau. Ja. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal, falls euch das interessiert. Wenn wir mal über das Thema Spiegelbild und Spiegel reden wollen, könnt ihr es uns sagen. Aha. Das ist nämlich ein spannendes Thema. Mega. Ja, der Spiegel. Er kann so hilfreich sein, manchmal auch so gegen einen sein. Ja, ich weiß, was du meinst. ja, also Bewegung, Körperwahrnehmung, Therapie. Was noch? Ausdruck. Mhm. Also ich finde, durch Tanzen kann man mega viel Ausdruck jetzt im Sinne von irgendeiner Geschichte vielleicht, oder? Oder eine Emotion. Man kann so hässig tanzen. Yes. Man kann voll so schlapprig tanzen, verträumt, was auch immer. Und sich so in das reinfühlen. Manchmal fühlt man sich auch während dem Tanz mega schön oder man kann sich natürlich auch mega unwohl fühlen. Ich gehöre dazu, aber so der Ausdruck, das finde ich auch etwas Spannendes und Spezielles oder Einzigartiges am Tanzen. Und so ein bisschen rauslassen. Ja. Keine Ahnung. Das kann man vielleicht in einer Choreo weniger gut, aber so, also so wild drauf los tanzen. Ja. Das ist auch das, was man so im Ausgang gerne macht, was so ein bisschen crazy tanzen. Kann man sich auch nicht überall gleich gut oder gleich befreit. Ja. Aber einfach so ein bisschen das Zeug rauslassen, wo so im Körper drin steckt.
Ja, das ist mega, mega heilsam. Mhm. Also alles raus shaken und raus tanzen. Genau. Darum, ich habe als Kind und auch jetzt noch, tue ich mega viel einfach die Heide tanzen. Allein, genau, wenn man was raus muss. Also das heisst, das kann sein, wenn ich mega happy bin, mache ich immer meinen Happy Dance. Ja. Oder wenn ich traurig bin, dann hilft Tanz auch mega fischen. Mhm. Ja. Oder in der Küche tue ich auch viel Tanz. Dort entstehen bei mir die besten Choreos. In der Küche? Ja, ich weiß auch nicht, wieso, ein guter Ort dort. Dann ist es so aus dem Neid. Du hast in dem Fall viel selber choreografieren? Ja, hauptsächlich, ja. Mhm. Nur. Ja. Und gehst du auch selber in Dance Classes? Ich gehe selber auch. Nicht immer so regelmäßig. Manchmal habe ich viel los, dann kann ich weniger. Aber ich versuche eigentlich schon. Ich bin immer irgendwie irgendetwas dran. Mhm. Genau, weil dass man immer dran bleibt, weil es geht immer weiter. Man entwickelt sich ständig in seinem Tanz, egal wie viele Jahre man schon tanzt. Das ist nie fertig. Was ja auch mega spannend und schön ist. Mhm. Genau, immer dranbleiben. Was haltest du von der Behauptung, Tanzen ist kein Sport? Das sagen nur Menschen, die noch nie tanzt haben. Richtig tanzt haben. Wow. Genau, ja. Weil, was ist Sport? Hey, Sport ist... Sobald man den Körper anfängt, in irgendeiner Form zu bewegen, in irgendeiner Art und Weise, ist es Sport. Und bei uns kommt natürlich dann das Mentale noch dazu, was in anderen Sporten, eigentlich überall bei anderen Sportarten. Von anderen, man muss strategisch, eben Fußball, irgendwie hat sie erst eine Strategie und wir haben unsere eigenen Strategien. Genau. Ja, ist Tanzen ein Einzelsportart oder ein Teamsportart? Beides. Du bist natürlich als Einzelperson, jetzt, ausser man macht Partner, dann tanzt, dann ist es eh klar, aber sonst bist du als Einzelpuzzleteil ein Stück vom Gesamten, also von der Gruppe. Mhm. Und gerade wenn man Shows tanzt, ist jede Person wichtig. Nicht nur die vorne stehen, sondern jede einzelne Person macht das Bild von außen zu einem. Voll. Genau. Das ist auch dann so der Team Power, oder? Genau, ja. Ich meine, wenn eine Gruppe, also weil, wenn eine Einzelperson tanzen kann, Choreo nur so cool sein, es wirkt einfach nicht gleichzeitig, wenn 20 Personen gleichzeitig den gleichen Move machen. Das ist so, das hat so eine Energie, das ist unglaublich. Genau. Ja. Und das, dort fällt dann auf, wenn jemand Choreo nicht so richtig kann. Also weißt, wenn jemand denkt, ah, ich bin hinten, man sieht mich gar nicht so gut. Vielleicht ja, sieht man die Person weniger gut, aber das heisst nicht, dass die Ausführung der Bewegung weniger wichtig ist. Mhm. Weil es ist wirklich das... Das zusammen. Und ja, es geht auch um die Energie, oder? Ja. Und dann ist jede Einzelne mega wichtig. Ja. Warum denkst du überhaupt eine gewisse Person, dass Tanzen kein Sport ist? Ich glaube wirklich, wie sie selber noch nie wirklich getanzt haben. Glaube ich. Oder das Ding ist halt, Tanzen geht ja mega oft ein bisschen dazwischen, weil Tanzen ist zum einen Sport, aber es ist auch Kunst. Und dann ist es manchmal, kann man es, und der Mensch tut ja so gerne klar, noch immer in eine Schublade. Und Tanzen kann man wie nicht so in eine Schublade stecken. Ja. Vielleicht auch, weil es nicht so ein richtiges Ziel hat. Weißt, zum Beispiel im Fußball, das Ziel ist, dass du das Goal machst. Im Schwimmen, das Ziel ist, dass du mega schnell bist. Ja. Und im Tanzen, es gibt in der Zwischenzeit mega viele Competitions und Battles. Und dann versucht man gleich da so ein bisschen so Wettkampfstimmung aufzubauen, was sicher auch seine positive Seite hat und so, aber eigentlich gehört es gar nicht unbedingt zum Tanzen. Tanzen ist mehr Ausdruck anstatt Competition. Und vielleicht ist es auch der Grund, wieso es nicht so ist. Man kann es auch nicht beurteilen, oder? Es ist auch immer Geschmackssache, so wie definitiv. Kunst. Ja. Ja. Das ist so. Ja, eben darum, es geht irgendwie immer ein bisschen irgendwo durch, dazwischen. Aber Tanzen kann sehr anstrengend sein. Oh ja. Sehr anstrengend. Ja. Ist das ein paar Mal geschwitzt? Hey. Eigentlich, eben sagt man, nach dem Warm-up bist du schon am Schwitzen, wenn du es richtig machst. Voll. Eben, wenn du es richtig machst, das kommt auch nicht darauf an. Weil man kann aufwärmen oder die Bewegung so ausführen oder halt mit Kraft. Das ist so, ja. Ja, weil es ist auch immer lustig, wenn man irgendeine Dehnübung vorzeigt und dann sagt, ja, man sollte jetzt da ziehen und passen, hä, zieh gar nicht! Und dann sagst du, du machst das nicht richtig. Genau. Das ist wichtig, ein bisschen. Aber das gehört auch zur Körperwahrnehmung, oder? So, genau. Wie musst du deinen Körper platzieren, damit es anfängt zu ziehen an dem einen Ort? Ja, voll mega wertvoll. Und was sind vielleicht auch so ein bisschen Kehrseiten vom Tanzen? Also wir machen jetzt voll Werbung für Tanzen, weil das auch unsere Leidenschaft ist. Aber was sind vielleicht auch so ein bisschen Schattenseiten?
Oder abschreckend? Für andere Personen? Wow, das ist eine gute Frage. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Hey, ich glaube wirklich das Ästhetische, dass man immer eine Vorstellung hat, wie es aussehen muss. Und wenn, dass man dann meistens selber das Gefühl hat, man entspricht dem nicht, weil man wie das Bild projizieren will, anstatt, also dass man wie immer nur von außen schaut und dann mit einer Idee, wie es müsste, mhm. und dann ein bisschen vergisst, was es auch kann sein. Mhm. Und zwar vom Feeling, vom drinnen, wie es sich anfühlt für dich. Ja, ich glaube, das kann eine Kehrseite sein, dass mhm. man irgendwie mit einer Vorstellung drin hineingeht, wie es muss. Und es muss eben gar nicht. Ja. Was denkst du? Ja, ich denke auch, es hat viel so mit dem von außen schauen. Mhm. Vielleicht das auch, was Tanzen so einzigartig macht. Eben, ich nehme es als Fußballbeispiel. Im Fußball geht es nicht darauf an, ob du jetzt cool rennst oder schlecht rennst. Du musst einfach das Goal machen, ja. oder kann ich gut passen. Und dann kannst du gut Fußball spielen oder schlecht Fußball spielen. Und im Tanzen hat man oft das Gefühl, was sicher auch also seine Berechtigung hat, dass es muss halt schön aussehen muss. Mhm. Und dass man dann so von außen schaut. Und was ich halt schon ein paar Mal erfahren habe, ist so, dass es sich mega nice anfühlt. Und ich dachte so, wow, ich kann es voll gut. Und dann mache ich ein Video und schaue das Video und denke so, oh mein Gott, das mhm. tut voll dumm aus. Ja. Weißt du? Dass eben das Ästhetische, das kann manchmal ja, nicht so gut sein. Ja, aber meinst du nicht, dass das dann einfach für mich es aber mega gut aussehen, ja. oder? Das ist ja. ja dann immer so der innere Kritiker oder ja, die innere Kritikerin, die ja. sehr oft viel mit uns redet. Ja. Und wir mehrmals mal müssen sagen. Ja. Und das Thema Vergleichen einfach auch. Ja. Ja, also es trifft wahrscheinlich auf jeden Sport dazu. Ja, glaube ich. Aber ich merke das mega, auch wenn ich in die Dance-Class gehen, mhm. dann sehe ich all die Tänzer und Tänzerinnen und mega viele können es mehr gut, ein paar können es schlechter als ich, ein paar können es gleich gut wie ich, aber man vergleicht sich immer. Nachher schaut man den Lehrer oder die Lehrerin an, mhm. und ich weiß auch nicht wieso, aber man hat immer das Gefühl, es muss so sein wie beim Lehrer, ja. oder bei der Lehrerin, und dann haben wir das Gefühl, man kann es nicht. Ja. Und ich merke mega oft, wenn ich so in eine negative Spirale reinkomme, wenn ich selber in eine Class gehe. Oh ja. Und jetzt in der Zwischenzeit kann ich mich mega gut dort rausnehmen, weißt, ja. und merke, hey, ich bin nicht da, um irgendjemanden zu beeindrucken. Ich bin einfach da, um jetzt für mich irgendetwas lernen, meinen Körper bewegen. Aber ich merke, dass, ja, dass in der Tanzszene einfach so das Vergleichen ein mega Thema ist. Mega, ja. Und dass es auch mega viel Stärke braucht, um sich dort rauszunehmen. Ja. Und nicht sich daraus nehmen, wenn man es kann, weißt, ja. weil wenn man es dann kann, dann ist es easy zu sagen, hey, ja. weißt, jetzt muss nicht gleich aussehen. Aber eben, wenn man es auch nicht kann, dass man dann, oder nicht kann, ja, voll. Wenn man jetzt nicht gerade zu den Besten gehört, um es dann trotzdem geniessen. Ja. Und darum, eben, tun wir wahrscheinlich auch mega gerne alleine tanzen. Ja. Weil das eigentlich viel das natürlichere oder so das heilsamere Tanzen ist. Also ja, das aber was ich mal noch so eine Erkenntnis hatte, ist, weil ich ja beide Seiten kenne, zum Beispiel eben, wenn du eine Stunde gibst oder einen Workshop und der Schüler, die Schülerin lernt das gerade in dem Moment das erste Mal, mhm. und der Lehrer, die Lehrerin hat die Choreo schon mindestens 500 Mal mehr getanzt. Mhm. Und das macht natürlich einen Unterschied, wenn es in deinem Körper ist. A, sind es deine Movements, B, ist es schon so fest in deinem Körper, dass du dann Ausdruck und alles schon kannst dazu nehmen. Als Liebesmoment. Genau, ja. Dass es von außen mega easy peasy mhm. aussieht. Und dann die Menschen, die es gerade am Lernen sind, sind ja noch im Struggle. Das Hirn, man muss noch so viel überlegen. Und ja, dass man dann das manchmal ein bisschen vergisst, dass andere Leute das schon so oft viel mehr mal getanzt haben, als du jetzt gerade in dieser Stunde. Man muss ein bisschen aufpassen, mit wem man sich vergleicht. Genau, ja. Genau. Ja. Und wie ist es für dich so, wenn du Tanzunterricht bist und du siehst, so eine oder eine checkt es nicht so oder fühlt sich mega unsicher oder unwohl? Mhm. Was macht das mit dir oder was denkst du in diesem Moment als Lehrerin? Hey, ich probiere dann eigentlich immer die Klasse klar zu machen, eben, dass sie einen einzigen Part sollen rausnehmen sollen, wo sie richtig fühlen und dort alles drin hineingeben und das wirklich mit dem
Gefühl dann heimgehen und nicht mit dem Rest, der noch nicht so gut geht. Mhm. Ja, dass sie sich auch wirklich bewusst einen Teil rausnehmen, überlegen, wo fühlt es sich gut an, wo fühle ich mich wohl, wo macht mir die Bewegung Freude und dort alles reinstecken und den Rest fake it till you make it. Das ist einfach ist normal. Man kann nicht immer ein Choreo von A bis Z 100% perfekt können, wenn man es erst mal lernt. Ja. Ich sage immer, Pause ist so wertvoll. Mhm. Weil der Körper kann das mal verarbeiten, das Unterbewusstsein kann das abspeichern und dann kommst du die Woche darauf ins Training und dann gehen die Sachen so gut, die die Woche vorher einfach nicht funktioniert haben. Und warum? Wegen der Pause. Mhm. Also es bringt auch nicht jeden Tag sich das Zeug in bretschen, weil Pause ist genauso wichtig wie das Training. Ja, auch so der Wert vom regelmäßigen ins Training gehen, oder? Man lernt jedes Mal etwas und es ist halt auch so, dass innerhalb von einer Gruppe die Niveaus mega unterschiedlich sind. Und dass jeder einfach auf seinem Niveau sozusagen lernt und dazu lernt. Und jemand lernt gerade die ganze Choreo, weil er oder sie schon viel länger tanzt. Ja. Und jemand anders lernt halt den einen Step. Ja. Aber halt, indem man den einen Step lernt, ist man dann im nächsten Training schon ein Step closer, also näher bei der ganzen Choreo. Ja. Also ja, das stimmt. Und man muss auch das Tanztraining eigentlich so als Geschenk oder so als Angebot sehen. Und man nimmt einfach das raus, was man möchte. Mhm. Man muss nicht das Gefühl haben, nur weil das ganze Angebot da ist, dass man auch alles muss nehmen. All-You-Can-Eat-Buffet. Ja, stimmt. Man muss sich nicht voll fressen und alles probieren, nur weil es da ist. Ja. Und ich verstehe auch, wenn die Leute das wollen. Ja. Aber es geht ja nicht darum, nur weil es All-You-Can-Eat ist, also nicht, dass du alles musst essen musst, weißt du? Ja, stimmt. Und so ist es auch beim Tanzen. Aber ja, man muss mega bei sich sein eigentlich beim Tanzen. Und mega, ja. Immer herausfinden. Und eben, nicht jeden Tag ist gleich. Dann kannst du einen Tag haben, da bist du voll, kannst mega gut aufnehmen, es fühlt sich alles super an. Und dann hast du eine Woche drauf, ist alles schwierig. Man kommt schon mit einem vollen Kopf und es hat dann einfach nicht mehr Platz. Ja, und das trifft auch mega auf verschiedene Tanzstile zu. Ja. Also weißt du, manchmal denkst du, okay, gut, ich kann tanzen und nachher mache ich irgendeine Afro-Choreo und denke mir so, oh ja. Lord. Ja, ja. Also, ja, eben, dass wenn Bewegungen, also tanzen ist auch nicht, irgendwann kannst du tanzen, das, was du am Anfang gesagt hast. Es ist so ein breites Spektrum mit so vielen verschiedenen Stilen, Schritten und dann auch so Energie oder kann ich, wie man dann muss sagen, so Körperspannung oder Ausführung von dieser Bewegung. Manchmal, ich meine, der Stil macht mehr so ein bisschen locker, wenn alle Gelenke so mega locker sind. Beim anderen ist es mega wichtig, dass alles angespannt ist und sich nicht zu fest bewegt. Und dann, wenn man vom einen Stil kommt und den vielleicht mega gut beherrscht, heisst das nicht unbedingt, dass man alle Stile tanzen kann. Ja, ja. Das stimmt, ja. Aber es ist auch wertvoll, wenn man bei einem Stil voll drin ist und dann mal etwas anderes probiert. Weil man wieder anfangen. Genau, ist man auch wieder anfangen, man weiss wieder, wie fühlt es sich an, wenn man mal etwas nicht einfach kann. Und man kann auch natürlich aus allem anderen dann auch wieder in seine Tanz-Skills mit reinbringen. Genau. Ja. Voll. Darum bleibt ausprobierfreudig. Ja. Und fangt an bei Roundabout. Genau. Wenn du noch nie getanzt hast, ist wirklich Roundabout the place to start. Genau. Weil das einfach so ein Ort ist, wo wir auch so ein bisschen die Wertevorstellung vertreten, dass alle willkommen sind. Unabhängig von kann ich deiner Herkunft oder eben deinem Tanzniveau. Dass du einfach mit dem kannst kommen, wie du bist, was du kannst und auf deinem Niveau kannst lernen und dich weiterentwickeln. Genau. Und falls du schon tanzt und mega gerne mal würdest eben so in die Leiterinnenrolle reinfühlen oder mal deine eigenen Choreos jemandem beibringen, dann ist auch Roundabout the place to be, weil du da erstens mega unterstützt wirst, eingeführt wirst, begleitet wirst in deine Arbeit als Leiterin und gleichzeitig einfach mega ein grosses Ausprobierfeld hast und mega viele Teilnehmerinnen, die einfach mega froh sind, dass es dich gibt, dass sie durch dich auch das Tanzen miterleben und deine Motivation oder auch deine Beziehung zum Tanzen dürfen, mit, also von dem profitieren und inspiriert werden. Genau.
mega, mega tolle Aufgabe, wenn man sich dem widmen will. Genau. Ja, und das passt auch ein bisschen zu der Idee vom Roundabout Podcast. Yes. Also, das Roundabout Training findet einmal pro Woche statt, ausgenommen von der Schulferien. Also, wenn Schulferien sind, findet das Roundabout Training auch nicht statt. Mhm. Aber grundsätzlich kannst du einmal pro Woche ins Training gehen oder das Training leiten. Und das sind immer mega so spezielle, intensive Momente als Gruppe, in Kontakt auch mit der Leiterin oder mit den Teilnehmerinnen. Und das ist halt einfach ein Moment in der Woche. Und mit dem Podcast ist eigentlich unsere Idee, dass wir so roundabout auch zugänglich machen können, wenn nicht gerade Training ist. Das heisst, dass du einen Ort hast, wo du kannst, durch unsere Gespräche dir Gedanken machen zu Themen, die wir uns austauschen. Und du kannst selber auch aktiv werden. Also, was du ein Thema hast, das dich mega beschäftigt oder interessiert, oder du denkst, boah, das müsste in diesem Podcast mal behandelt werden, wir reden zu wenig darüber. Oder eine Frage hast, hey, was haltet ihr davon? Dann schreib uns. Schreib uns auf Insta mit deiner Frage, mit deinem Thema, mit deiner Idee. Und dann versuchen wir das unbedingt aufzunehmen, weil der Podcast sollte eigentlich ein Geschenk sein. Mhm. An dich, alle Roundabouties, alle Roundabout Girls and Boys und sonst Freunde. Du darfst den Podcast auch hören, wenn du nicht bei Roundabout mit dabei bist. Mhm. Und wenn du mit dabei bist, ist auch mega cool. Dann kennst du uns vielleicht auch persönlich. Genau. Und ja, was müssen wir noch sagen? Das ist das. Hauptsache Freude. Freude. Hauptsache Freude. Ja, Hauptsache Freude ist gut. Und wir geben dir noch eine kleine Info, wie es weitergeht. Und zwar im Dezember haben wir ein Christmas-Special auf dem Programm. Und zwar werden verschiedene Roundabout-Leiterinnen, Teilnehmerinnen, Mini-Podcast-Inhalte vorbereiten und aufnehmen, wo du dann jeden Tag wie im Adventskalender ein Türchen darfst, aufmachen oder eben hören. Mhm. Und einen kleinen Einblick haben in Roundabout-Alltag oder in Roundabout Stories von Roundabout-Leiterinnen und Roundabout-Teilnehmerinnen. Yes. Genau. Und ich freue mich mega. Ja, ich auch. Ich bin mega gespannt. Wir haben schon ein, zwei spannende Sprachmemos bekommen. Mhm. Und wir warten noch auf einige mehr. Genau. Und freut uns auf die Weihnachtszeit. Yes. Was hast du vor an Weihnachten? Weiß ich noch nicht so. Schon ein bisschen weit weg. Schon ein bisschen weit weg, genau. Es passiert zuerst noch ganz viel anderes, bis Weihnachten da ist. Genau. Wir haben noch ein paar Events vor uns. Also ja, Tanzshow. Tanzshows, genau. Es ist jetzt noch ein bisschen viel los. Mhm. Aber ich freue mich dann auch, nachher ein bisschen in die Ruhe zu kommen. Ja. Genau. Und dann im Januar ist unser Jubiläumsjahr. Und zwar gibt es Roundabout im 2025 seit 25 Jahren. 2000 ist Roundabout ins Leben gerufen worden. Und jetzt kommt das grosse Jubiläumsjahr, wo einige spezielle Events, sonst Specials auf dem Programm stehen. Genau. Und der Podcast hoffentlich auch so richtig zum Leben erweckt wird. Vielleicht auch eben mit Ideen oder Fragen von dir. Mhm. Und unser Ziel, unser Vorsatz für das neue Jahr ist, dass wir jede zweite Woche, immer am Mittwoch, eine neue Podcast-Folge rausbringen, die du hören kannst. Mhm. Und kommentieren, teilen, liken, du weißt, wie das funktioniert. Genau. Unbedingt weiterschicken. Je mehr Leute von unseren Themen erfahren, desto mehr können wir auch eben mit unserem Podcast bewirken. Mhm. Ja, damit freue ich mich mega. Ich auch. Auf 2025. Mhm. Auch wenn zuerst noch die coole Weihnachtszeit kommt. und ja, danke dir, dass du zuhörst, mitdenkst und weiter erzählst von diesem Projekt. Genau.